Taylor Swift ist ein freundlicher Mensch, das ist auch in ihren Songtexten erkennbar. Stets wirkt sie verbindend. Momentan ist die Konzertabsage von Taylor Swift aber eher trennend, was die österreichische Innenpolitik betrifft. Und hier werden auch nicht ganz so freundliche Töne angeschlagen. Den Takt vorgeben will momentan auch Christian Stocker, Generalsekretär der ÖVP. Der übt scharfe Kritik am seinerzeitigen blauen Innenminister, nämlich Herbert Kickl, und sagt wörtlich: Nur Gott weiß, was unter einem Innenminister Kickl in der vergangenen Woche passiert wäre. Zudem gibt es Kritik an Kickl hinsichtlich seiner Zeit als Innenminister rund um das BVT. Dieser habe das BVT zerschlagen, so Stocker. Und es wäre hier der spätere Innenminister und jetzige Bundeskanzler Karl Nehammer gewesen, der wieder dafür gesorgt hätte, dass die Geheimdienste international nicht isoliert seien. Zudem beklagt Stocker, dass Kickl hier eine unheilige Allianz bilden würde, gemeinsam mit Alma Sadic von den Grünen und auch der SPÖ. Allerdings gab es ja hier unter Türkis-Blau auch ein Sicherheitspaket, das geschnürt wurde. Dieses wurde allerdings in wesentlichen Teilen Ende 2019 vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig aufgehoben. Damals wurde gesagt, nicht nur die verdeckte Überwachung verschlüsselter Nachrichten durch Installation eines Programms auf einem Computer ist gemäß dem Spruch nicht erlaubt, auch die Ermächtigung eines sogenannten Bundestrojaners. Jetzt könnte sich das Ganze allerdings ändern. Führende Strafrechtsexperten wie Universitätsprofessorin Ingeborg Zerbes meinen, es sei sehr wohl an der Zeit, hier auch ein dementsprechendes Gesetz zu schaffen. Wie das Ganze vonstatten geht und ob sich das vor der Sommerpause ausgeht oder ob das dann unter einer neuen Regierung erfolgen wird, das ist noch unklar.